Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid zur nächsten Folge von Mindset Mensch Hund. Ich habe heute den Tag total genossen, es war richtig schön Sonne draußen und ich konnte richtig schön Vitamin B tanken und Sonne und gute Laune tanken und einfach mal ein bisschen draußen in der Sonne sitzen. Das war schon richtig gut und hat auch richtig gut für das ganze Gefühl gegeben. Und so geht das unseren Hunden ja auch. Also Kisha hat das heute schon sehr genossen, in der Sonne zu liegen, sich braten zu lassen und dann geht die irgendwann wieder rein, um dann die Hitze wieder so ein bisschen auszuleiten. Aber die genießt das dann auch sehr. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen, beziehungsweise um Gesundheit für euch, für die Menschen. Weil wenn ihr nicht gesund seid und euch nicht wohlfühlt, dann könnt ihr natürlich auch nicht so gut für euren Hund da sein und habt vielleicht nicht so die Nerven. In der letzten Podcast-Folge ist es ja um die Ernährung des Hundes gegangen und warum es so wichtig ist, dass der Futter kriegt, was ihm schmeckt und was ihm gut tut. Und in dieser Folge geht es darum, was ihr denn so esst und was euch denn so gut tut. Und da möchte ich euch mal bitten oder einladen zu schauen, okay, wie ernährt ihr euch denn? Ist das gesund? Ist das nur Fast Food? Ist das nur irgendwie Nahrungsergänzungsmittel? Tut es eurem Körper gut? Seid ihr zu dick? Seid ihr zu dünn? Seid ihr genau richtig? Warum ist es so wichtig für das Zusammenleben mit Hund? Ich finde, man sollte immer auch sehr auf sich selbst achten. Gerade wenn ihr vielleicht einen schwierigeren Hund habt oder einen anstrengenderen Hund oder ich habe momentan total viele Welpenleute im Training. Und die sind schon teilweise ziemlich gestresst. Und das wird natürlich nicht besser, wenn man sich selbst in seinem eigenen Körper so überhaupt gar nicht wohlfühlt. Und ich will euch jetzt gar nicht sagen, was die beste Ernährung für euch und euren Körper ist. Aber denkt doch einfach mal so ein bisschen drüber nach. Muss es so viel Zucker sein? Muss es so viel Alkohol sein? Oder kann es vielleicht auch einfach mal mehr Gemüse und mehr Obst sein? Und dazu will ich euch ein bisschen was erzählen. Ich habe vor der Fastenzeit meine Fastenzeit gemacht, also eine Woche Fastenkur gemacht. Und habe da gemerkt, also ich war da echt nicht gut drauf. Mir haben alle Leute erzählt, hey, wenn du da erstmal ein paar Tage drin bist, dann wird das super. Dann hast du total viel Energie und gute Laune die ersten 2, 3 Tage und danach ist super. War bei mir tatsächlich nicht so. Und ich habe dieses Heilfasten gemacht, also nur Gemüsebrühe und Wasser und Tee. Und ich esse wirklich gerne. Und das war nicht einfach für mich. Aber ich habe gemerkt, wie gut es meinem Körper getan hat, einfach mal so diese ganzen Giftstoffe raus zu entschlacken. Und seitdem habe ich gar nicht mehr so viel Lust auf Süßigkeiten und kaum mehr Lust auf Alkohol. Und sonst habe ich abends echt gerne mal so mein Gläschen Rotwein getrunken, merke aber jetzt, dass ich einfach viel schlechter schlafe, wenn ich abends. Also klar, wenn ich mit Freunden zusammen bin, dann trinke ich auch mal einen Wein. Das ist auch alles super. Aber es ist halt die Ausnahme. Und ich merke, dass es meinem Körper sehr, sehr gut tut, da weniger zu trinken und weniger Zucker in mich reinzuessen. Also es gibt jetzt nicht mehr so viel Chips oder diese sauren Gummibärlis. Die habe ich sonst auch immer total gerne gegessen. Das habe ich wirklich versucht, runter zu reduzieren. Und ich merke, dass ich wacher bin, dass ich fitter bin und dass ich dadurch natürlich auch viel mehr Energie habe, wenn es um meine Hündin geht. Ich meine, die Kisha ist jetzt eh nicht so schwierig, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Hund, der total an der Leine zieht und mein Körper tut mir weh, weil es ist, die Knochen tun weh und eigentlich bin ich irgendwie, der Bauch grummelt immer und ich fühle mich nicht so richtig wohl und ich esse andauernd irgendwie Zucker in mich rein und dann habe ich nur noch mehr Lust auf Zucker und dann bin ich einfach schlecht drauf, wenn ich das nicht kriege. Und da einfach mal so einen Stopp zu setzen und zu sagen, okay, ihr müsst es ja nicht gleich mit Fasten machen. Aber versucht mal den Konsum von einfach Dingen, die, eigentlich wissen wir es ja alle. Ja, es ist nicht besonders schlau, zu viel Zucker zu konsumieren. Es ist nicht besonders schlau, zu viel Koffein zu konsumieren. Und es ist auch nicht unglaublich schlau, so viel Alkohol in mich reinzuschütten. Und wenn ich das alles reduziere und dann mal sehe, wie es meinem Körper damit geht und meistens ist es so, dass ihr einfach ein paar Tage, also da müsst ihr tatsächlich ein paar Tage durchhalten, 1, 2 Wochen und dann werdet ihr merken, dass die Lust auf diese Sachen vergehen und dass es dann eher so Gewohnheit ist. Also ich merke, dass ich so in den ersten Tagen nach dem Fasten rein aus Gewohnheit an die Süßigkeiten-Schublade gegangen bin.
rein aus Gewohnheit doch nochmal die Flasche Wein am Abend aufgemacht habe, um noch so ein Gläschen, also keine Angst, ich habe da nicht die ganze Flasche, aber so ein Gläschen oder zwei am Abend waren schon gut. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust drauf. Und das ist so eine Sache, die ihr einfach mal, ja, so ein bisschen drüber nachdenken, muss es so viel Fleischkonsum sein? Einige von euch wissen es, ich lebe größtenteils vegan. Nicht ganz schaffe ich es noch nicht, aber größtenteils. Und auch das tut meinem Körper richtig, richtig gut. Und vielleicht kann ja der ein oder andere von euch auch mal drüber nachdenken, aus gesundheitlichen Gründen und natürlich auch für die Umwelt und für die Tiere, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch zu konsumieren. Und auch dann ist es bei vielen Menschen so, nicht bei allen, manche sagen immer noch, dass Fleisch denen total gut tut, aber also bei vielen ist es schon so, dass sie sich dann viel, viel besser und wacher und fitter fühlen, ja. Und das schlägt sich dann später ins Training, im Training dann wieder nieder oder im Zusammenleben mit unseren Hunden. Also ich will hier ja gar nicht immer nur von Training sprechen, sondern es geht ja darum, wie lebe ich mit meinem Hund zusammen. Und wenn ich da mehr Energie habe, wenn ich da mehr Geduld habe, wenn ich da viel mehr durchschnaufen kann, dann geht das ja schon alles viel besser, als wenn ich mich die ganze Zeit sau unwohl in meinem Körper fühle und immer so, ist irgendwie, nee, ist alles doof. Das tut einfach nicht gut. Ja? Und das kriegt man aber ganz gut in den Griff, indem man da relativ stringent dran bleibt. Und da sehe ich auch vielleicht, also ich finde, für sowas ist immer das Buddy-Prinzip ganz gut. Vielleicht kennt ihr das, dass man sich jemanden sucht, mit dem man das zusammen macht. Also wenn ich sage, okay, boah, ich komme irgendwie von der Süßigkeitenesserei nicht runter und aber eigentlich weiß ich, dass es mir damit nicht gut geht, wenn ich immer zu viel esse. Dann suche ich mir jemanden, mit dem ich das zusammen mache und dem ich dann vielleicht schreibe oder mit dem ich telefoniere. Hey, hast du es heute durchgehalten? Wie machst du es? Was sind so deine Life-Hacks, um da besser durchzukommen? Mir hat zum Beispiel meine Heilpraktikerin dann mal gesagt, naja, um von den Süßigkeiten so ein bisschen runterzukommen, einfach mal ganz dunkle Schokolade und dann so ein kleines Stückchen ganz langsam im Mund zergehen lassen. Und dann ist so diese Lust da drauf dann schon so ein bisschen gestillt. Hilft euch vielleicht auch weiter. Aber achtet doch einfach mal drauf, was die Ernährung mit euch und eurem Körper macht. Probiert das mal aus. 2, 3 Wochen, 4 Wochen. Viel, viel mehr trinken. Ich trinke viel zu wenig. Ich trinke viel, viel zu wenig. Also ich versuche mir schon immer hier irgendwie Flaschen hinzustellen, damit ich genügend trinke und ich merke, dass es mir viel besser geht, wenn ich genügend trinke und dann schaffe ich zum Beispiel auch meine Trainings besser, also die Trainings, die ich gebe. Ja? Ich nenne das immer mein Hirn wässern, wenn mein Hirn genügend gewässert ist, dann geht das alles viel, viel besser. Und dann hat man einfach mehr Geduld und mehr Ruhe, um ja, mit den Alltagssituationen umzugehen. Ich denke da nur mal an Leute, die, also wenn ihr einen Hund habt, der zum Beispiel sehr reaktiv ist und alle anderen Hunde anschreit, dann ist man ja auch sich immer dem ausgesetzt, dass die Leute von außen sagen, boah, ey, du hast deinen Hund nicht im Griff, kannst nicht mehr zum Training gehen, warum kriegst du das nicht hin, du musst, keine Ahnung, musst die Trainingsart und die Trainingsart, will jetzt gar nicht drauf eingehen, was da irgendwie am besten ist, natürlich meine, nein, aber Spaß beiseite, da braucht man ein dickes Fell. Und wenn man dann selbst schon schlecht drauf ist, weil man entweder nur Hunger hat, weil man wieder irgendwie die 180. Diät macht, die nichts bringt, oder weil man total überfressen ist, ja, und sich einfach so aufgequollen fühlt, beides ist schlecht. Und da ist es gut, einen Weg zu finden, der dauerhaft auch ist. Also ich persönlich glaube nicht, dass so die 1000 Diäten das irgendwie bringen, sondern dass man einfach seinen Lebensstil und Standard einfach komplett umstellen sollte, die Essgewohnheit einfach komplett umstellen sollte. Und vielleicht sucht ihr euch da auch jemanden, der euch mal einen Plan macht und euch da hilft. Hilft mir zum Beispiel immer total, wenn ich einen Plan kriege. Ich habe, als ich das Fasten gemacht habe, meine Nachbarin von oben, die Landi, die findet ihr unter, ich glaube, vitalcoach.de. Ich verlinke es euch auf jeden Fall mal. Die ist auch Ernährungsberaterin und die hat mich
durch diese Fastenzeit durchgecoacht und mir da geholfen, um auch mir erklärt, wie ich danach wieder gut rauskomme aus dem Fasten, und hat mich sozusagen auch immer so ein bisschen angefeuert, so hey, das schaffst du, und noch 2 Tage und dann ist schon wieder besser. Also vielleicht sucht man sich so jemanden, oder ihr probiert einfach mal generell weniger Zucker, weniger Koffein, weniger Alkohol, mehr Gemüse, mehr Obst. Und schaut mal, wie es euch damit geht. Und probiert dann auch mal aus, was schmeckt euch denn wirklich, was tut eurem Körper gut und was nicht so. Und die Sachen, die nicht so gut tun, weglassen. Ja, also das waren jetzt mal so meine 5 Cent zu dem Thema Ernährung von euch selbst. Ich habe jetzt so ein paar Mal auch drüber nachgedacht und auch so ein paar Sachen gelesen. Dadurch, dass ich ja selbst fast vegan lebe, aber einen Hund habe. Die Kisha kriegt Fleisch von mir. Wie das denn so ist, wenn man selbst Veganer ist und einen Hund hat, ob man den Hund dann vegan ernähren kann. Ha, das ist eine... Also für mich ist es schwierig, so viel Fleisch für Kisha zu kaufen. Sie liebt es und es ist auch für sie gesund. Also ich lasse die ja immer durchchecken. Ich glaube schon, dass man mittlerweile Hunde vegan ernähren kann. Es ist halt immer die Frage, ob das so artgerecht ist. Bevor ich ein schlechtes Dosenfutter füttern würde, würde ich wahrscheinlich ein gutes veganes Futter füttern. Also bevor ich irgendwie, ne, so ein billiges, wo nur Scheiß drin ist, da würde ich lieber auf ein gutes veganes Futter gehen. Wenn mein Hund das mag und es ihr gut tut und ich da regelmäßig Blutchecks machen würde, so würde ich es wahrscheinlich machen. Ich habe für mich beschlossen, Kisha liebt Fleisch viel zu sehr, als dass ich ihr das nicht nehmen möchte. Und sie isst einfach, Hunde gehen eher in Richtung Carnivore als Omnivore. Also sind schon auch Allesfresser, aber sie haben halt einfach einen Fleischfresser-Darm. Und das möchte ich ihr auch nicht nehmen. Das sei aber jedem selbst überlassen. Mittlerweile gibt es ganz gute Zusammensetzungen, aber ich würde das dann immer noch sehr genau überwachen. Also wenn ihr in die Richtung gehen wollt, genau. Und für die, die überlegen, also ich bin ja sehr für vegetarisch und vegan, wer in die Richtung gehen möchte und aber noch nicht so richtig weiß, wie er es umsetzen soll oder ob das das Richtige ist, es gibt einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal von Vegan ist ungesund. Die Jungs sind extrem lustig und extrem cool. Kann ich auch nur ans Herz legen. Die sind nicht so, oh, das musst du jetzt, sondern die gehen mit dem Thema sehr, sehr cool um, finde ich. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ihr habt auch verstanden, worum es mir geht. Dass einfach, wenn ihr gut mit eurem eigenen Körper umgeht und es euch deswegen besser geht, dass dann das Zusammenleben mit euren Hunden natürlich auch besser wird. Gerade wenn ihr Hunde habt, die vielleicht ein bisschen speziell sind und nicht ganz so tiefenentspannt sind wie meine Kisha. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder oder hören uns wieder für die, die das Ganze über YouTube oder iTunes oder Spotify hören. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wer Lust hat und mehr Infos rund um den Hund haben möchte, kann auch gerne in meine Facebook-Coaching-Gruppe kommen. Da findet ihr den Link bei iTunes und Co. unten in den Shownotes. Bei YouTube verlinke ich euch den unten in den Kommentaren. Und ich freue mich, wenn ihr da hinkommt und wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eure Anja.